Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ich hab's noch hinten rangeschlitten, ganz mit Sicherheit, weil ich hab da noch eine Attacke gestartet, nachdem ich abmoderiert habe, aber das ist kein Problem, das passiert mal, das ist wie auch schon passiert. Insofern, ja, wird schon klappen. So, genau. So. Los geht's! So, ich mute mich direkt und dann rücken wir mal weiter vor und hoffen, dass wir weiter vorrücken können. Du hat keine Festung, das ist gut, denn das wird ihn auf jeden Fall mehr geschädigen als mich. Der neue Festungsbau hat auch nicht geklappt. Und vor allem, er hat seine seinen Dingens verloren. Das ist sehr gut. Halt erstmal das hier. Ja. Mal hier die ein bisschen aufhellen. Ja. Ja. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ihr solltet vielleicht mal einen Nachschub schaffen. So. Die 3 ist hier unten. Und ihr könnt mal hier hochwandern in aller Ruhe. Genau. Und wir haben noch viel zu tun. Du musst mal hier. Ich habe immer noch keine Schmiede, glaube ich. Wird mal Zeit. Oder habe ich die hier unten gebaut? Nee, doch habe ich. Okay, doch, dann kann ich hier aufrüsten. Haha. Dann bauen wir mal weiter hier. So. Der Boden hier ist ungeeignet. Ja, ich merke schon. Hüter ist bereit. Macht schnell. So, weiter geht's. Der Feind ist nah. Da ist der Ring. Der Ring, der Ring. Das himmlische Ding oder so. Für das Leben aus dem Portal. So, schauen wir mal, ob wir das jetzt gebacken kriegen irgendwie. Ja, wo ist er? Da ist der, okay. Und bumm. So, hier müssen wir auch nachproduzieren. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wir müssen das Land verteidigen. So, drauf hier, genau. So, jetzt kommt er natürlich mit seinen Einheiten. Ist aber nicht so wild. Das wird ihm trotzdem nichts nützen, hoffe ich. Zumal es ja viele von denen sind. So. Beschützt den Baumeister. Baumeister, ja. Ich habe hier noch einen, das ist nicht so schlimm. Der geht mal hier runter. Macht mal hier unten was. So, okay, weiter hoch, damit wir hier durchkommen. Du versuchst natürlich jetzt einen Angriff, aber das wird ihm auch nichts nützen. Hoffe ich. Sie greifen einen unserer Malornbäume an. Halb so wild. So, hier das Teil weg. So, ihr. Und ihr. Wir kommen aus Bruchtal. In die 2. Hochheilen. Macht euch ihr macht, wir so, ihr macht mal hier runter. Und greift mal von hinten an sozusagen. Na, die sind eh bald weg. Das sollte nicht mehr das Problem sein. Die sind ja schon verschwunden. Stattdessen ist der hier halt da geblieben. So, okay. Hier, die holt euch die hier. Holt euch die hier. Hier entlang Lanzenträger. Ja, hier. Das Gebäude. So, okay. Und zurück. Uns. Da sind sie. So, hau jetzt weg. Ohne Dreck zurück hauen wir die weg. Ach du Schreck, ich hau die weg. So, das Ding lassen wir mal. Sie sind durchgebrochen. Aha, dann hier drauf. So. Da, so, okay. Hier drauf. Die haben wir. Dann könnten wir eigentlich mal hier so langsam mal ja die Adler wieder spawnen. Und gucken, dass wir hier durchkommen. Das Teil hier weg. Das Teil hier weg. Sieht gut aus. Und hier auch. Und hier sehe ich keine Gefahr. Okay. Also die, sagen wir mal, die Anpassung der Strategie gut, hat ein bisschen funktioniert. Der Ring, wir haben ihn verloren. Ja, Schwein gehabt. Also ja. Du hast nicht schlecht gespielt, auf jeden Fall. Und es war wirklich, ja, ich habe es verteidigen können. Jetzt, war aber knapper, jetzt als ich erwartet habe. Dass es an den Bonis liegt? Nee, ich habe gesagt, es war knapper, als ich gedacht habe. Aber na, natürlich, die 5%, die machen natürlich auch was aus. Ja, kann ich immer dazu sagen. Ja, aber wie gesagt, diesmal habe ich ja gewonnen, trotz der 5%. Insofern bin ich halt immer noch 5% besser als du. Ha! Okay, Flup. War auf jeden Fall eine spannende Schlacht. Ich wusste nicht genau, was wo wird und wie und so weiter und so fort. Ich musste mich ein bisschen anpassen, habe meine Strategie ein bisschen geändert, hast du ja gesehen. Das heißt, du mit deinen Pferdchen, ja, das wird nicht immer funktionieren.
Nichtsdestotrotz sind die immer noch. Ich baue doch keine Pferdchen, oder nicht? Also, doch, du hast einige Pferdchen gebaut und du hast ja halt auch deine Reiter von Rohan. Die haben dann doch ein bisschen was Aua machen wollen. Hat aber, ja, nur halb so. Halb funktioniert. Okay. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal auf irgendwas. Hier da unten, auf die oberste Schlacht. Und dann geht's weiter. Ja, genau. Gut, da wird es schon etwas enger für mich. Aber wir werden sehen. Genau, so. Wir werden sehen. Genau. Deshalb muten und los. Gehen wir da einfach mal rein, ne? Ja, also ich glaube ganz stark, dass ich jetzt hier doch abstinken werde, weil die Düsterwaldkarte ist zwar schön, ist schön groß und so, aber da wirklich zu gewinnen, da was zu reißen, das wird verdammt schwer. Ich werde verdammt alles versuchen, was ich kann. Und ich werde es auch wahrscheinlich wieder ähnlich machen, dass ich jetzt, sagen wir mal, erstmal ein paar Ritterbataillone baue und sowas in der Art. Das heißt, wir bauen erstmal die Ritter anstatt die Flingerns. Da haben wir schon einen stehen. Bauen wir noch einen hier hin. Hier geht schon direkt in die 1. Und dann hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und Heilung habe ich, ne? Ja, okay. Okay. Heilung sollte ich auch viel öfters mal einsetzen. Und dann bauen wir gleich mal hier noch einen Turm hin. So. Eins könnt ihr, genau. Das ist natürlich doof. Wenn ich dieses Gebiet jetzt verliere, kann ich wirklich sagen, habe ich den Ringkrieg so gut wie verloren. Weil wenn er hier durchbricht, ist er fast auf meiner Hauptstadt. Das wird ihm durchaus ja, nicht unnütz sein. Aber ja gut, ich habe auch einige Fehler gemacht. Es liegt natürlich nicht nur an den 5%. Die machen schon aus was. Das hat man gerade in den ersten Schlachten gemerkt, dass die doch nicht unschlechtig sind oder doch nicht leicht sind, auszugleichen. Aber wie gesagt, nicht so, als dass das hier die Welt auseinanderreißen würde oder sowas. So. So, okay. Der Feind, da kommt er an. Rennt natürlich hier erstmal durch die Gegend. Versucht vielleicht meine Einheiten wegzulocken. Das wird aber nicht so funktionieren. Unsere Stadt wird größer. So, okay. Wir haben noch viel zu tun. Aha. Wir machen mal hier vorne noch einen. Bauplatz. So. Baumaterial. Wie viel kostet denn eigentlich so einer hier? 400, oh, das ist aber auch. Dann lieber doch mal erstmal die Kaserne und dann wir müssen auf jeden Fall mal mehr auf Verteidigung wieder spielen. Ich habe, sagen wir mal, wenig Türme gebaut in der letzten Zeit. Da muss ich echt mal dran arbeiten. Wenn ich mal vorn bin, nicht gleich offensiv gehen, sondern erstmal auf Verteidigung gehen, das wäre vielleicht noch gar keine so dumme Idee. Müsste man mal probieren. So, das Teil haben wir. Okay. Ich bringe das Baumaterial. Wir sehen den Feind. Wo? Da unten kommt er angerannt. Okay. Das heißt, wir gehen mit dem hier mal hoch. Holen uns hier mal ein paar Pferdchen. Und das kann jetzt gerade noch nichts bauen. Schade. Das Ding ist aber auch so teuer. Wir haben eine ist aber auch effizient, errichtet. Ne? Ich bringe das Baumaterial. Aha. So, vielleicht hat er mich auch noch gar nicht gesehen. Das kann natürlich sein, dass er jetzt verzweifelt sucht. Wo findet der Typ sich denn eigentlich? Und ja, dass ich so weit oben bin. Vielleicht merkt er das ja gar nicht. Wäre ja toll, wenn. Ich glaube aber noch nicht dran. So. Flup, flup, flup. Vielleicht hat er ja auch mit ein bisschen Hoffnung ein paar Pferdchen verloren. Als er gegen mich angetreten ist oder so. Könnte ja sein. Wir kommen aus Bruchtal. So. Okay, ihr in die 2. Dann können wir ja mal gucken. Wir gehen mal hier runter. Mal schauen, ob er da was verloren hat oder nicht. Unsere Stadt wird größer. Hierher eben. So. Moment, kann er sich noch schön umgucken hier. Die kommen gleich raus, hoffe ich. Sammelt euch, Lanzenträger. So. Hier das Rohstoffgebäude hätte ich gern. Wenn da noch die Spinnen sind. Rückt vor. Wir haben ein Spinnennest entdeckt. Dann gehen wir da nicht hin. Dann gehen wir lieber von oben hin. Werft sie nieder. Haltet die Augen offen. So, hier. Hier auf die da drauf. Sie kennen einen Mahnbaum an. Zieht eure Waffen, Elb. Wäre bereit. Hüter ist bereit. So, okay, hier zurück. Auf die 1 zurück. Pfeile los. Rückt zu ihnen vor. Der Feind kommt über uns. Ja, er hat ja auch gespawnte Einheiten hier. Auf die da. Lalalala. Ah, verdammt. Sie greifen die Siedlungen an. Sie greifen einen auf. Aha, aha. Aha, aha, aha. So. Also das haben wir. Das ist aber noch nicht alles. Also wir haben hier noch einiges, was wir bekämpfen müssen, wohl oder übel. Das hier wird nichts. Dann kann ich hier abbrechen. So.
Dann hole ich mir lieber das Geld wieder. Wo heißt mein anderer Baumeister? Der ist hier drüben. Dann ziehe ich mich mal hier drüben zurück und baue hier mal noch eine Kaserne oder sowas. So, so, so. Also es ist doof, dass die halt ausgerüstet sind, ne? Also, hier drauf auf die. Ah, verflixt. Ah. So, gucken wir mal. Vielleicht kriege ich wenigstens seine Bataillone runter. Das wäre ja schon nicht schlecht. Der wird zwar jetzt schon mittlerweile nachproduzieren, aber wenn ich wenigstens seine Einheiten wegkriege, das wäre toll. Wenn ich wenigstens seine Einheiten platt kriegen würde, das wäre sowas von toll. So, so. Mhm. Mhm. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Die Kaserne ist fertig. So, okay, er haut ab. Kaserne ist fertig. Rohstoffe hier. Etwas zu bauen. Okay. Flup, flup, flup. Zumindest soweit sind wir schon mal. Seine Dingens. Jetzt kommt er wieder hier. Okay. Versucht sich in der Nähe zu halten. Um zu schauen, was denn jetzt wird oder so. Aha, okay. So, Gebäude ist fertig. So. Wir haben noch viel zu tun. So. Baut dieses Land auf. Was macht er da? Keine Ahnung, was das werden soll. Wahrscheinlich ist er hier auf Schleichmodus oder sowas. Aber ja, wie gesagt, wenn ich die Bogenschützen schon mal weg hätte, dann könnte ich aufgeben, dann hat er wenigstens Einheiten verloren. Das wäre auch nicht schlecht. 5, 5, 5. Entferne dir die Strumpf oder sowas in der Art. So, wenn das hier noch weg ist, dann, wenn ich die hier hochgeheilt habe, die hier sind die wichtigsten momentan, zumindest die ausgestatteten Düsterwald-Bogenschützen kann er, glaube ich, noch gar nicht bauen. Das ist schon okay, wenn ich da ein paar baue. Insofern ist alles gut. So. Und hab. Es wird Zeit, etwas zu bauen. So. Wunderbar. So. Weg mit euch. Schön, schön, dass ihr da wart, aber ich brauche euch nicht mehr. Dankeschön. So. Nehmt euch in Acht. Hier unten. An. Oh, das sollten sie nicht tun. Wir haben noch viel zu tun. Diese elende Kreatur. Verdammt. Orion schickt seine Der Baumeister ist gefallen. Toll, ganz toll. Ich brauche mal einen neuen Baumeister. Das klappt heute wirklich wieder. Spitze! Spitzenaufnahme, Spitzenfolge. Oh Mann. Voll scheiße. So, wir gucken mal hier runter, was hier unten ist gar nichts. Wo ist der Typ denn schon wieder? Wahrscheinlich hier an der Seite irgendwo. Auf jeden Fall, ich werde diese Schlacht höchstwahrscheinlich verlieren. Weißt du, was ich mache? Na, obwohl, aufgeben ist halt scheiße. Macht euch bereit, aufgeben tue ich ungern. So. Hierher. Ihr geht mal darüber. Und du allgemein kannst mal hier rüber gehen. So. Wo so, okay. Bau mal hier wieder so ein Teil hin. Es gibt viel zu tun. Vielleicht können wir ja was reißen. Brauch noch einen zweiten Baumeister. Wir bringen Speere aus Midlond. Wunderbar. Speere aus Midlond, nicht so wunderbar, aber okay. Was da hast du, ne? Lalalala. Auf jeden Fall wird er mich wahrscheinlich hier schon schlagen. Ich fürchte da, das ist es einfach. Und das wird halt auch einfach so sein. Und dann ist es halt so. Ja. Ach, mal den hier weg. So. Ich werde jetzt auch meine Fähigkeiten alle mal da behalten. Wegen, Mutspawn und sowas in der Art, was halt notwendig ist. Werkzeuge bereit. So, hier. Baumaterial ist unterwegs. Okay. Haltet nach dem Feind. Geht auch gerne auf Angriff. Haltet die so, okay, Augen. Hier rein. Sind bereit. Rein ins Lager mit dem Ding. Dann weiß er halt immer, wo meine Burg ist, aber das ist egal. Es gibt viel zu tun. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Okay. Ich habe kaum noch Rohstoffe. Na, das war ja toll. So. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Ich hatte gerade nichts zu tun. So, okay. Ich gehe mal hier runter. Bauch mach hier eins. Der Ring ist hier. Wir müssen Mittelerde beschützen. Mhm. Ihr geht in die 1. Dieses Gebiet. Unsere Stadt wird größer. So, okay. Weiter produzieren hier. Hüter ist bereit. So, ich müsste echt mal wissen, wo seine blöde Festung ist. Aber momentan sehe ich die halt nicht. Wir kommen aus Bruchtal. In die 2. Die sind verdammt teuer, die Scheißdinger hier. Und kosten halt viel und können im Vergleich zu den Reitern von Rohan eigentlich weniger. Aber das ist die einzige Strategie, die ich dann anwenden können.
um hier ein bisschen was zu, zu reisen, in Anführungsstrichen. So, die Adler sind auch bald da. So, ich muss hier auf jeden Fall auf Störreserven gehen, wenn der das Teil schon hat. Er hat die Spinnen immer noch nicht besiegt. Ja, kann... Was kann der überhaupt? Kann der nicht mehr Spinnen platt machen oder was? So, wir müssten auf jeden Fall auch mal ein bisschen was machen. Am besten wäre es natürlich, die Adler zu spawnen, nachdem die Fähigkeit da wäre. Das heißt, ich werde da mal noch ein bisschen warten, aber erstmal erkunden, wo sich der Typ überhaupt befindet. Wir haben ein Spinnennest entdeckt. So. Ja, toll, dieses Spinnennest ist mir eigentlich auch egal. Ich will hier runter, ich will nur gucken, wo sich das Typ befindet. So, wir haben Schwerter, Bogenschützen. Okay. Werkzeuge bereit. Ich sollte auch mal weiter ausbauen. Ich bin ein Rindvieh, ich vergesse das. So, du hier baust mal eine Schmiede Eregions, und zwar hier hinten in die Ecke. Hallo mein Schatz und tschüss, wo auch immer du hin möchtest. Hm? Ja, ich kann jetzt gerade nicht, ich bin hier gerade mitten am Fighten. Okay. Jo, alles klar. Ich auch. So, die blöde Festung da oben, die stört natürlich ein bisschen, aber was willst du machen? Ich guck mal, ob ich den hier in der Mitte irgendwo stören kann. Aber das machen wir, wenn dann, in der nächsten Folge, denn diese Folge ist erstmal Feierabend. Bis zum nächsten Mal, bis denn, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.